Der neue Indikator ist jetzt raus, also die absolute Upgrade-Version. Und wir haben den Indikator noch robuster, noch stabiler und noch einfacher in der Anwendung gestaltet. Das heißt, du kannst mit diesem Indikator jetzt eigentlich dein Trading wirklich auf ein neues Level heben. Das heißt, natürlich dann, wenn die Strategie dazu passt. Und auch hier auf dem YouTube-Kanal wirst du alle Strategien finden, die du mit diesem Indikator hervorragend umsetzen kannst und dann dein eigenes Ding draus machen, um in der 21-Tage-Challenge deine Trading-Gewohnheit auf deine Strategie zu bauen, um dann möglichst schnell, möglichst sicher in die Profitabilität zu kommen. Das ist das Ziel und das wollen wir uns jetzt in diesem Video anschauen. Das heißt, ich erkläre dir, wie dieser Indikator funktioniert und was du mit diesem Indikator alles handeln kannst. Und das machen wir am besten wo? Genau, im Chart. Viel Spaß dabei. Jetzt sind wir auch schon im Chart. Das heißt, wir haben jetzt den einfachen Markt. Das ist jetzt im Moment der DAX. Und du siehst hier schon im Hintergrund blaue Punkte, rote Punkte und natürlich Kerzen. Alles andere ist jetzt mal irrelevant, weil wir haben nämlich in diesem Indikator zwei verschiedene Möglichkeiten, den anzuwenden. Einmal die Trendfolge und einmal werden alle Signale angezeigt, sodass du dann nicht nur Trendfolge handeln kannst, sondern auch Trendumkehr. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir schauen uns jetzt mal direkt die Trendfolge an. Dazu rufen wir auf den Indikator und sehen, dass wir hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben. Einstellungsmöglichkeit 1 ist die Signalintensität. Stellst du hier den Wert auf 1, dann hast du was? Dann hast du im Endeffekt die meisten Signale. Stellst du diesen Wert allerdings auf 2 oder 3, dann werden die Signale weniger. Die Qualität wird aber im Prinzip ein bisschen besser werden. Und du kriegst weniger Signale und ist ja manchmal auch nicht ganz verkehrt, wenn man weniger Signale hat, aber bessere. Dann haben wir die Möglichkeit, hier die Farben der Objekte zu verändern, die Größe des Objekts zu verändern. Das heißt, wir können die kleiner oder auch größer gestalten. Dann haben wir den Trendfilter und das ist jetzt genau das Thema. Hier haben wir die Möglichkeit, mit True den anzuschalten und mit False können wir den ausschalten. Wenn wir den anschalten mit True, dann haben wir Signale, die nur in Trendrichtung angezeigt werden. Und die Trend-Reversal-Bestätigung spielt in dem Fall keine Rolle. Auch die Signalgültigkeit spielt in dem Fall keine Rolle. Dazu kommen wir dann im zweiten Anwendungsfall. Was aber interessant sein kann für dich ist, wenn du jetzt auf den größeren Timeframes handeln möchtest, also nicht Intraday, aber auch im Intraday-Bereich, kannst du hier zurückgreifen auf das Benachrichtigungssystem. Das heißt, du kannst dir die Alerts auf dem Desktop anschalten, das heißt, dann kommt dann ein Ton, da gibt es eine Nachricht dazu, da geht ein Nachrichtenfenster auf, ja, das sieht dann im Endeffekt, na, muss ich ganz kurz hier zumachen, weil dann kann ich das hier reinziehen. Hier ist dann das Alarmfenster, ja, das sieht dann so aus, dann bekommst du im Endeffekt die Nachricht angezeigt, ob du ein Aufwärts- oder ein Abwärtssignal hast und es gibt einen Ton dazu, wenn die Notification an ist. Dann haben wir weiter im Endeffekt die Möglichkeit, auch hier über die E-Mail uns benachrichtigen zu lassen. Das heißt, wenn dann ein Signal generiert wird, dann wird eine E-Mail an dich gesendet oder aufs Telefon direkt auf dein Smartphone geschickt, wenn hier der Alerts Mobile angeschaltet ist. Und das ist im Endeffekt, das sind die Einstellungsmöglichkeiten. Wir kümmern uns jetzt mal ganz kurz um den Fall des Trendfilters. Das heißt, wir haben jetzt Signale in Trendrichtung und können uns jetzt mal anschauen, wie das dann ausschaut. Das heißt, man sieht jetzt hier, ich würde an dieser Stelle auch gerne, wenn ihr mit Trendfolge, Trendaufbau noch nicht ganz vertraut seid, ja, dann möchte ich euch darauf hinweisen. Oben habe ich jetzt eingeblendet ein Video, wo ihr anschauen könnt, wie ein Trend bestimmt werden kann, beziehungsweise auch der Trendaufbau nach Charles Dow aussehen kann. Aber jetzt geht es hier mal kurz weiter. Das heißt, wir sehen hier, wechselt der Markt angeblich von einem Abwärtstrend in den Aufwärtstrend. Das wird dann hier signalisiert und das wären dann die ersten Signale, wo man als Trader, ja, wenn man sich nicht selber schlägt mit seinem Risikomoneymanagement,
hier schon relativ gutes Geld verdienen kann. Man sieht auch ganz deutlich, es gibt natürlich dann, wenn man die Signalintensität jetzt ein Stückchen nach oben schraubt, dann sieht man, dass man weniger Signale bekommt. Ja, und diese Signale sind in der Regel ein kleines bisschen besser. Ja, das heißt, auch hier kann man sich eigentlich nur über Risikomoney-Management selbst schlagen in diesen Signalen. Alle anderen wären zumindest nach kurzer Zeit sehr, sehr positiv verlaufen. Und man sieht halt, dass es weniger Signale jetzt sind. Und dafür hat man ein bisschen größere Signifikanz. Ja? Wenn man die Signalintensität runterschraubt und hat noch einen anderen Filter, wie auch immer der sein mag, dann hat man sehr, sehr viele Signale und dementsprechend bekommt man auch die ersten Signale hier mitgeliefert. Ja, also hier kommt das erste Trendumkehrsignal sehr, sehr früh. Und es könnte eine Strategie zum Beispiel aussehen, dass man nur das erste oder das zweite Signal handelt in dieser Einstellung, um dann möglichst sehr, sehr früh reinzukommen. Aber dazu gibt es dann mehr in unserer InfloTrade-Strategie zum Trendwechsel. Das sind so die Mechanismen im Trendwechsel. Gehen wir mal gleich direkt in den zweiten Fall rein. Nehmen wir die Signalintensität aber ein bisschen nach oben, weil wir wollen jetzt einen Trendwechsel uns anschauen, beziehungsweise wir wollen auf die Jagd gehen nach den Tops und nach den Bottoms. Dazu schalten wir den Trendfilter aus. Wir schalten jetzt die Trend-Reversal-Bestätigung an und nehmen mal die Gültigkeit auf den Faktor 5. Und dann werden wir sehen, dass jetzt plötzlich andere Signale angezeigt werden und wir jetzt uns eher orientieren können an den Hochs oder an den Tiefs des Marktes. Ja, das bedeutet, wir schauen jetzt wirklich nicht mehr in die Trendrichtung oder sowas, sondern wir schauen uns jetzt wirklich nur noch an, wollen wir jetzt Tops oder Bottoms erwischen. Und wenn ich natürlich dann sehe, hier oben, das hätte ich doch auch gerne, dann kann ich versuchen, das mit einer anderen Einstellung nochmal ein bisschen besser zu bekommen. Und dann sieht man auch, dass man hier oben, ja, dieses Signal auch mit der Einstellung 3 bekommen sollte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das heißt, es war nur ein bisschen versteckt, deswegen konnte man es nicht sehen. Das heißt, jetzt hier sehen wir das Top-Umkehrsignal. Allerdings wissen wir in dem Moment natürlich nicht wirklich, ob das zutrifft. Das heißt, es bietet sich hier an, nochmal Zusatzinformationen mit reinzunehmen. Das kann sein Oszillatoren wie die Slow Stochastik. Übrigens auch ein Video dazu, wenn man nicht weiß, was der Slow Stochastik ist. Der MACD. Oder aber einfach nur Widerstand und Unterstützung. Ich nehme jetzt hier einfach mal den MACD mit rein, um dir zu zeigen, wie man mit dem MACD hier zum Beispiel dieses Signal auch sehr, sehr gut sehen kann. Und dazu gibt es im Endeffekt die Möglichkeit, auf Divergenzen zurückzugreifen. Das heißt, wenn man hier im Markt die höheren Hochs fährt, ist der MACD, der bildet hier Divergenzen aus. Das bedeutet, wir sehen hier tiefere Hochs. Und das sind im Endeffekt die besseren Signale, wenn ich sehe, das Momentum geht aus dem Markt raus. Ich mache zwar höhere Hochs in einem Markt, aber ich bekomme jetzt schon tiefere Tiefs, zum Beispiel im Moving Average Convergence Divergence Indikator. Hier passt es jetzt nicht so ganz, ist ein Allzeithoch, ja, in dem Moment gewesen. Da müsste man dann eher schauen, okay, wie sieht es denn aus? Habe ich hier vielleicht auch einen Doppeltop? Und tatsächlich, und mit dem Drehen oder mit dem Anzeigen des Indikators sehe ich auch, dass der Moving Average Convergence Indikator einen tieferen Balken abliefert. Und das dazu noch an dem Level, wo er vorher auch schon war. Das ist ein Top-Signal und das kann man dann getrost auch gegen den Trend handeln. Das wäre zum Beispiel so ein kleiner Ausblick darauf, wie man die Trendumkehr handelt, beziehungsweise auf die Jagd nach Tops und nach Bottoms geht. Signale, die zum Beispiel jetzt hier liegen, mittendrin, der MACD nur ganz wenig unter Null, das macht wenig Sinn, aber Signale, wo der MACD einen großen Ausschlag hat, wo man dann vielleicht schon feststellen kann, Mensch, da ist eine Divergenz zu erkennen, so wie zum Beispiel hier auch, da kann man sich auch wieder nur selber schlagen übers Risiko Money Management, Stop Management, wenn man das Re-Entry nicht wagt oder was auch immer. Aber ansonsten, wenn man das zusammenfindet, hat man hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, Top Trades zu finden, die sehr, sehr nah am Hoch und sehr, sehr nah am Tief liegen. Und wenn man dieses nahe Tief oder Hoch gefunden hat, lohnt sich es dann einfach herzugehen und den Indikator
umzustellen und sagen, das Hoch oder das Tief im Markt haben wir jetzt gefunden, ich beginne jetzt meinen Trendhandel, lass mir ein bisschen mehr Signale anzeigen, schalte die Trend-Reversal-Bestätigung aus und siehe da, kann man dann direkt, wenn man dieses Hoch hier oben erwischt hat, wieder weitere Signale dazu bekommen. Und hier gilt das Gleiche, da kann man sich in der Regel häufig, manchmal ist ein Fehlsignal dabei, völlig normal, aber in der Regel bekommen wir wirklich Top-Signale, wenn der Trend dann sich tatsächlich etabliert hat. Das ist unser neuer Indikator. Ihr seht, zwei Anwendungsfälle, Trendhandel oder Top-and-Bottom-Fishing, sprich Trend-Reversal. Und dazu super einfach in der Einstellung, man muss gar nicht viele Klicks beherrschen. Das könnt ihr jetzt alles in diesem Video nochmal nachsehen. Und ich kann nur sagen, warum wendest du es nicht einfach an? Zum Beispiel in der 21-Tage-Trading-Challenge, die gibt es kostenlos. Da pickst du dir die Strategie, die auf dich am besten passt, nimmst dir den Indikator rein und fängst an, deine Ergebnisse zu tracken. Und das Beste dabei ist, wir machen einmal die Woche live Question-Answer-Session. Das heißt, du kannst all deine Fragen loswerden, die du hast zum Indikator, die dich stören im Trading oder noch ein paar Tipps und Tricks rauszuholen. Und das über 21 Tage lang. Jeden Freitag steht dir frei, deine Statistik uns einzusenden und wir geben dir dann professionelles Feedback, wo du vielleicht noch den einen oder anderen Punkt verschenkt hast oder dein Trading einfach ein Stück weit verbessern kannst, sodass dann auch später die Statistik zu deinem Trading passt und dir die Möglichkeit verschafft, wirklich erfolgreich handeln zu können. Am besten ist, direkt mal auf dem YouTube-Kanal in der Beschreibung des Videos schauen. Dort findest du alle Links zum Indikator, zur 21-Tage-Trading-Challenge und noch ein paar Informationen mehr. Und dementsprechend Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, Abonnement da lassen. Dann bekommst du nämlich auch gleich die nächsten Strategien, die da wären. MACD, Trendfolge, mit Oszillatoren, mit Support-Widerstand, was auch immer das Traderherz begehrt mit diesem Indikator. Und dadurch ebnest du dir deinen Weg, um dein Trading definitiv besser zu gestalten. Bis dahin, ciao.